So, meine Kinder der dunklen Macht. Willkommen zum neuen Part. Ich glaube, das wird mein neuer Spruch. Willkommen, Kinder der dunklen Macht. Ja, das wird mein neuer Spruch. Spuren, Tattoo-Spuren des Biestes. Es muss hier gegen Herzlose gekämpft haben. Aber warum bekämpft es sie? Was kann es damit gewinnen? Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier, um mir deine Fragen anzuhören. Okay. Oh nein, ein Schattenschalf. Das sind die hässlichsten Viecher. In Shattered Memories habe ich die so gehasst. Oh nein. Komm. Egal, ich öffne die Truhe. Ich bin jetzt blind oder was? So kann ich das auch machen. Wichser. Ich muss mich heilen. Ach, zwei Feldwebel auch noch. Saladin ist... Okay. Er kümmert sich um diese Mülltonne da vorne. Nee, keiner kümmert sich um die Mülltonne da vorne. Aber dieser Herzlose ist sowieso nur als Herzloser da, um bestimmte Dinge zu bekommen. Hätte es wohl nicht gedacht, dass ich ausweichen kann, du verdammter Wichser-Monster. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Wie kann es sein, dass es schon voll ist? Okay. Dann gehen wir mal in das Loch durch und danach landen wir sowieso woanders hin. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, konnte man das noch anderes untersuchen. Ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Du lässt mich auch in Ruhe. Die ekligen, ekligen Teile. Oh, ein Hund. Äther. Oh, wir können durch die Tür da. Man sieht eigentlich nichts. Eine Runde abchillen. Stirb mal. Okay, ich gehe durch die Tür gleich, wenn ich den auch besiegt habe. Das hilft richtig, Blitz. Und weg mit dir, Energietech. Okay, von da kam ich ja. Saladin, komm her. Saladin, komm her. Schön hier. Doch, was für eine Analyse. Wie ist er im Vergleich zum Rest des Schlosses? Es ist heller, schätze ich. Der größte Teil des Schlosses ist ziemlich dunkel. Das wird dieser Raum mit der Zeit auch werden. Dunkel von der Verzweiflung des Biestes. Was von der Verzweiflung denn? Verdammt! Ach, Mann! Viele von euch sind jetzt hier. Was? Drei Stück?
muss einen anvisieren. Okay, Limitbrecher. Die Sache habe ich dann geregelt. Okay, ich wäre eigentlich jetzt gestorben. Sehen wir mal, ob ich das noch schaffe. Aber ich habe am wenigsten einen getötet. Das kann mir jetzt keiner wegnehmen. Das kann mir keiner wegnehmen. Oh, ich bin wieder oben. Okay, toll, dass ich da oben wieder bin. Da muss ich extra nicht wieder zurückgehen. Ich wollte eigentlich extra jetzt wieder zurückgehen, um das jetzt zu holen. Wo bist du denn, mein Kumpel? Okay. Ach komm, stirb. Untersuchen wir die Tür hier. Da draußen ist ein Balkon. Faszinierend, Rucksack. Kannst du noch etwas sehen? Nicht wirklich, nur die Sterne. Irgendwas Nützliches? Ja, okay. Den Teppich können wir untersuchen. Wofür braucht man einen großen, offenen Raum? Das ist ein Ballsaal und dazu noch ein ziemlich schöner. Kein Ort für jemanden so monströs wie unseren Gastgeber. Und das scheint mir dazu zu stimmen. Wie kommst du darauf? Hier sind zwar Herzlose, aber kein Zeichen eines Kampfes. Das kann nur heißen, dass er diesen Ort meidet. Okay. Genau, haben wir eigentlich bisher alles untersucht. Jetzt gibt es eigentlich nur zwei Räume, so gesagt, die wir noch untersuchen können. Da und da. Okay, wir gehen erstmal hier. Weil wir diesen Bereich noch nicht gesehen haben. Warte, da ist etwas. Oder irgendetwas. Oder irgendjemand. Wieder ein Tag, an dem der Herr auf der Jagd nach diesen Kreaturen des Schlosses geistert. Wenn er so weitermacht, wird er wieder den ganzen Tag nicht mit Bell sprechen. Es kann nicht länger so weitergehen. Unsere Zeit läuft ab. Wofür läuft die Zeit ab? Ach, aber versteh doch. Das ist ein Bewohner des Schlosses. Wie das Biest war er einst ein Mensch. Du glaubst, er ist auch verzaubert? Würde ich mal schätzen. Und so wie es uns anhört, ist der Spruch ziemlich zeitlich begrenzt. Und wenn die Zeit abgelaufen ist? Tja, was dann? Fahren wir mit unserer Suche fort und lassen uns nicht sehen. Ach, jetzt ist wieder die ganze Kacke nochmal da. Du darfst nicht entdeckt werden. Irgendwie merkwürdig, dass diese Scheißuhr uns nicht irgendwie sehen kann, obwohl wir vor seinen Augen gehen mit herzlosen Kämpfen, aber er sieht uns nicht. Nein, ich sehe euch nicht, Leute, ich sehe euch nicht. Ja, komm, du siehst uns nicht. Hm? Oh, scheiße, man, nur wegen diesem Wichser. Wie seltsam, ich hätte schwören können. Ach, der Herr, es treibt mich in den Wahnsinn. Ey, fetter Ton. Ja, Mann. Ey, sag ich nicht, ich muss nochmal gegen die kämpfen. Haben die wieder voll? Ach, die haben auch wieder voll, Mann. Ich bin hier. Und hol mir die Truhe. Fickt euch doch ins Knie, Mann. Komm her, du verdammtes Arschloch. Ist klar, dass du uns nur auf den Sack gehen willst. Leuchtblätter geht klar.
Ablegen. Eine Bank, okay. Nettes Sofa. Achso, das ist ein Sofa. Keine Pausen, Roxas. Nein, ich wollte nicht. Ich hatte mich vor. Ich meinte bloß. Ja, was meinte ich so bloß? Dieses Zimmer. Ja, was ist damit? Das ist das Zimmer, das Zimmer sieht aus wie das Biest ist. Dieses Zimmer sieht genauso aus wie das Biest ist. Ich spüre, dass in dem Zimmer jemand ist. Die Person muss wichtig genug sein, um die gleichen Annehmlichkeiten wieder her genießen zu dürfen. Sieh mal nach, wer es ist, Roxas. Und wer ist es? Es ist Bell. Ist er schon wieder hinter diesem Dinger her? Er macht seit Wochen nichts anderes. Ich wünschte, ich könnte helfen. Geh pumpen. Oh, ich weiß, ich frag von Unruh und den anderen. Wenn wir zusammenarbeiten, fällt uns bestimmt etwas ein. Okay, das glaube ich nicht. Die Frau da drin ist ein Mensch. Wirklich? Und ich dachte schon, hier gäbe es nur abartige Gestalten und Mobiliar. Es muss Bell sein. Woher willst du das wissen? Die Diener sprechen in den höchsten Tönen von ihr. Es würde also passen, dass sie so eine gute Unterkunft hat. Sie ist hübsch, oder? Wir haben uns gründlich umgesehen. Wir wissen viel über das Biest. Kannst du dich an den Weg zu seinem Zimmer erinnern? Ich glaube schon. Bring mich dorthin. Okay, mache ich. Okay, jetzt einfach mal so durchgehen. Komm runter. Ja, untersuch alles verdächtig ab, ich schon. Gehst du mal durch? Achso. Oh, es kommen Gegner. Oh, es kommen gar keine Gegner. Ich hätte echt jetzt gedacht, dass jetzt Gegner hier in dieser scheiß Ecke hier kommen. Aber nein. Aber die Kerze ist wieder im Werk. Stopp, wir haben Gesellschaft. Die Kerze. Wie schrecklich, diese monströse Plage muss aufhören. Wenn wir sie bloß irgendwie loswerden könnten. Mit meinem alten Körper könnte ich beim Kämpfen helfen, aber so kann ich ja kaum weglaufen. Alter Körper, dann ist da auch ein verzauberter Mensch. Scheint, als wäre hier alle verwandelt worden. Wie mag es wohl zu der Verzauberung gekommen sein? Keine Ahnung, vielleicht finden wir ja im Zimmer des Biestes einen Hinweis. Es liegt gleich hinter hier lang. Hier entlang. Dann lass uns los. Lass dich nicht sehen, Roxas. Lass dich nicht sehen, sagt er. Ja, die Kürze ist so ein Fixer. Oder suchst du immer noch diesen Mob? Putzmittel? Trüll den nicht rum. Ja, das würde ich dir auch sagen. Hä? Wie hat er mich jetzt gesehen? Oho. Komisch, das Lied spielt mit mir einen Streich. Ha, welche Ironie. Warte mal, dann muss ich doch. Ach, Mann, oh Mann. Ich bin so dämlich, ich bin so dämlich. Ja, ich hab's verstanden, Salin. Kommst wieder zurück. Jetzt aber nicht, jetzt drehst du dich da hinten um. Wenn man sein Bewegungsmuster kennt, dann ist es eigentlich easy peasy. Was willst du untersuchen? Den Kratzer da? Was willst du untersuchen? Achso, die Spuren hier. Der Fußboden ist ganz aufgerissen. Er hat bis zum letzten gekämpft, um die Herzlosen hier aufzuhalten. Da vorne muss etwas sein. Okay, ist geschlossen. Da gibt's auch nichts. Okay. Dann haben wir gleich die Mission geschafft, dann fehlt uns nur eine Truhe. Die ist bestimmt da drin sein. Untersuche alles Verdächtige.
Okay. Ablegen. Okay. Benutzen und dann haben wir das auch wieder zurück. Ekligen Teil hier lernt auch nie dazu, oder? Was? Ekliges Teil. So, weg mit euch. Seltsame Staute, was? Kunst übersteigt unseren Verstand, Rock. Man braucht ein Herz, um sie zu begreifen. Jetzt schon keinen Bock mehr gegen den da. Ja, der Vollständigkeitshalber mache ich den auch jetzt tot. Muss ich halt. Gut, dass du mal den Hund anvisiert hast. War das gerade dein Spezialmove? So, geklärt. Okay, irgendwas wollte er untersuchen. Ah, das hier. Ist das bei einem Erdbeben umgefallen? Benutzt deine Augen, das sind Spuren von Clown. Das Biest hat es selbst angerichtet. Es hat entweder einen Schlag bei einem Kampf gegen die Herzogin abbekommen oder ist an einem Wutanfall zu Opfer gefallen. Diese Bilderrahmen liegen hier überall verstreut. Das Biest hat seine Wut nicht im Griff. Sie verwirrt das Herz, vergiftet den Verstand. Und was macht das Biest da drin? Das ist das Zimmer des Biestes? Ja, ich werde mal reinschauen. Okay, das Biest ist nicht drin. Er scheint nicht da zu sein. Muss in den Keller da. Am Ende des Zimmers ist etwas. Saldin, hallo? Wieso nicht Bescheid sagen? Sieh mal einer an. Huch, Saldin, wie bist du? Diese Rose, sie verfügt über besondere Kräfte. Sie muss dem Biest sehr am Herzen liegen. Wieso benutzen sie einfach nicht die Tür? Wozu ist sie dann da? Ich verstehe diese Logik nicht. Wieso benutzen sie nicht die Tür? Na, du wolltest auch angeben mit euren Kräften. Bastarde. Schön, schön. Wir haben ein paar ganz schöne Entdeckungen gemacht, oder? Meinst du... Die Frau? Die Rose, meine ich. Was kümmert dich eine Blume? Sag mir, was du von ihr hältst. Sie anscheinend wichtig. Er pflegt sie anscheinend äußerst gut. Exakt, Rotes. Das ist keine gewöhnliche Rose. Sie scheint ihm wichtiger zu sein als alle anderen in diesem Schloss. Du hast das Zimmer gesehen. Es war zertrümmert, bis auf eine Ecke. Vielleicht bekämpft er deshalb die Herzlose. Weil er die Rose beschützen will? Natürlich, sie ist von einer seltsamen Macht umgeben. Die Herzlosen werden von ihr angezogen. Dann ist sein Kampf noch lange nicht vorbei. Unsere Arbeit ist hier erledigt, Roxas. Der Schwachpunkt des Biestes steht fest. Tut er das? An etwas zu hängen, hält einen gefangen. Sein Herz ist gefangen. Siehst du das nicht? Genau wie bei der Liebe. Und das, Roxas, ist eine eindeutige Schwäche. Ich kann nicht ganz folgen. Das sollst du auch nicht. Du hast kein Herz. Komm, wir gehen zurück. Okay, wir können jetzt einfach zurückgehen, aber nee. Ich werde alles komplettieren. Kommst du? Ich habe noch Fragen zu der Rose. Dafür ist jetzt nicht der richtige Moment, lass sie. Okay. Jetzt müsste eigentlich alles untersuchen. An welchen Stellen könnte man untersuchen? Ich weiß es doch noch.
Das nicht, okay. Okay, irgendwas konnte man noch untersuchen. Geht klar. Okay, ich verstehe jetzt nicht, wie er mich jetzt gesehen hat. Wie hat er mich jetzt gesehen? Okay, das kann ich verstehen, aber wie hat er mich davor gesehen? Okay, Leute, wir sind im nächsten Part.